eine Zeichnung, in der mehrere Wasserstoffmoleküle zu sehen sind. Diese Wasserstoffmoleküle haben sich in sechseckigen Waben ähnlich angeordnet. Die Anordnung geschieht aufgrund der Wasserstoffbrückenbindung. Man erkennt ja auch hier zum Beispiel, dass das H-Atom, das Wasserstoffatom, das ja positiv polarisiert ist, hier von dem Sauerstoffatom bzw. dem freien Elektronenpaar dort angezogen wird. Und da dies dreidimensional geschieht, erhält man hier ein solches Gitter. Allerdings ist dieses Gitter, naja, mehr oder weniger statischer Natur. Ich habe jetzt die Simulation gestartet, das Ganze ist in Bewegung. Dazu muss man wissen, dass ich hier relativ niedrige Temperatur eingestellt habe und ich erhöhe jetzt mal die Temperatur etwas. Je höher ich die Temperatur einstelle, umso schneller bewegen sich die Wasserteilchen und momentan bleiben sie ja noch auf ihren Positionen in diesen Sechseckgitter, aber wenn ich die Temperatur hochsetze, sieht man, dass ich keine richtige Struktur mehr habe, zumindest nicht mehr so ganz deutlich. Und wenn ich die Temperatur noch weiter hochsetze, dann ist im Prinzip diese Struktur nicht mehr vorhanden. Nach dem Abkühlen nehmen die Wasserstoffatome wieder freiwillig ihre Position in diesem sechseckigen, in dieser sechseckigen Gitteranordnung an. Und ich habe wieder die gleiche Anordnung wie vorher. Da in diesem Zustand der Abstand zwischen den Atomen größer ist, Molekülen größer ist, als wenn sie durcheinander schwirren, habe ich eben hier bei dieser Temperatur die geringste Dichte, weil eben am meisten Platz verwendet wird.